Hallöchen, willkommen zu den Sensi News. Was gibt's Neues? Was solltet ihr wissen? Und was kommt Neues in den Shop? Ja, wir fangen mit der ersten Sache an. Ab dem 23. 20 Uhr. Ich glaube, es gibt keine Warteschleife, wenn ich richtig gelesen habe. Oder es gibt eine. Keine Ahnung. Aber seid ihr Harry Potter-Fans? Dann passt auf. Wir haben ja eine Sensi. Das Hogwarts-Schloss. Schon im Programm fest. Jetzt haltet euch fest. Es gibt es in Weiß. Für Weihnachten. Weihnachtlichen Touch. Die könnt ihr auf der Shop-Seite schon unter Kollektion, lizenzierte Kollektion und dann geht ihr auf Harry Potter schon sehen. Weiß und mit Produktion. Also, ihr stellt sie hin und an die Wand produziert Merry Christmas, glaube ich. Der magische. Sieht geil aus. Kostenpunkt sage ich gleich, genauso teuer wie die aus dem aktuellen Katalog. 106 Euro. Solange der Vorrat reicht. Und kleiner Tipp am Rande: Schreibt mich an. Lasst euch einen Shopping-Link von mir einfach, weil, wenn ihr 106 Euro schon euch ershoppt habt, dann schafft ihr dir auch die 295 Euro oder mehr und könnt euch dann aus dem Sortiment Sparangebote oder Lampen, Wachse zum halben Preis oder kostenlos dazu shoppen. Plus, ihr könnt sparen. Ausgenommen. Muss ich dazu sagen, als Halbpreisprämie oder als Gutschrift könnt ihr nicht die Wiffbox nehmen, ein bestimmtes Sparangebot nicht nehmen und leider lizenzierte Waren nicht und die Schatztruhenprodukte auch nicht. Also Schatztruhe lohnt sich auch immer vorbeizuschauen und denkt dran, unser Lizenzvertrag mit Marvel ist ausgelaufen und die Sachen, wo noch im Shop gibt, also in der Schatztruhe gibt oder so. Solange der Vorrat reicht. Und die bunten, wir hatten ja die europäischen Fußballligen, sind fünf Lampen an der Zahl. Müsst ihr mal reinschauen, auch wieder lizenzierte Wahl. Mit den Vereinen, weil jeder einzelne Verein hat einen Lizenzvertrag mit Sensi und der läuft auch aus. Da gibt es die Lampen günstig. Ja, die sind nicht mehr so teuer. Also wenn ihr einen Fußballfan habt, zum Beispiel Bayern, dann lohnt sich das jetzt, da nochmal zuzuschlagen und habt euch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ihr braucht sie ja auch nicht bedürfteln. Ihr könnt ja auch unsere Lampen nur als Dekozweck nehmen. Denkt ihr, dass ich die nur alle beide mit Wachs befülle? Nee. Ich kann beide anmachen und eine hat kein Wachs drin und die andere schon. Oder es gibt auch viele Leute, die stellen sich wirklich nur als Deko hin, als Lichtelement hin. Also, thanks. Dann noch eine kleine Ankündigung für November. November, den 13. November könnt ihr, wenn ihr Frozen-Fans seid, schon mal markieren. Ich kann euch keine Bilder einblenden, wegen der Lizenzprodukte sind, aber auf Instagram könnt ihr gerne vorbeigucken und in der im Profil verlinkt. Kommen als Buddy Anna und Elsa. Anna ist neu im Sortiment, also ist ein neuer Buddy, wird kommen. Es wird ein Buddy-Clip geben und ich glaube noch eine Lampe. Dann gibt es drei Düfte noch, also da kommt ein bisschen was auf euch zu. Das sind die aktuellsten News, wo ich euch geben kann. Und verfolgt mich gerne auf Instagram. Da kriegt ihr meistens die aktuellsten News gleich reingeschmissen von mir. Und kriegt auch die aktuelle Liste, was aus diesem Monat uns verlässt. Werde ich euch auf alle Fälle noch hier in den Community Tab, heißt das ja, auch reinschreiben. Und genau, also sichert euch noch Weihnachtsgeschenke und so weiter. Und wenn es doch mal jetzt wieder sein könnte, kann passieren,
Moment ist es leider sehr üppig, gut dabei, wie ich so mitbekommen habe, durch den Flash-Sale. Haben sie bestimmt noch ein bisschen mehr zu tun gehabt, aber die schaffen das. Und dass ihr wirklich jetzt schon euch vorbereitet für die schöne Weihnachtszeit und den Stress nicht habt, weil jetzt werden bestimmt geile Angebote en masse kommen und dass ihr schon für den 24. oder für Nikolaus schon vorbereitet seid. Also ich wünsche euch noch was Schönes. Wir sehen uns bald wieder. Und ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen hoch da lasst bei meinen Videos. Es hilft mir sehr, dass ich ein bisschen Feedback bekomme. Oder einen Kommentar runterlassen, wenn ihr Düfte liebt. Welche Düfte ihr liebt, könnt ihr gerne immer in die Kommentare unter meine Videos hauen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Macht's gut, eure Josi.